Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu diesem Video am 13. September. Der Himmel ist zwar ein bisschen grau, aber das stört überhaupt nicht, denn ich bin an der Ostsee, um genau zu sagen, in Prerow auf dem Regenbogencamp und will euch zeigen, was ich so auf eine Radreise mitnehme. In der Hoffnung, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und dass ich im Sand die Heringe von meinem Zelt festkriege. Ich hatte es euch ja schon versprochen, dass das mal fällig ist und sage danke fürs Zusehen, fürs Abonnieren und natürlich auch für eure lieben Kommentare, die ihr immer dagelassen habt. Ich würde sagen, bevor es jetzt richtig heftig mit dem Wetter wird, versuche ich hier mal loszulegen und seid einfach mit dabei. Das Prompten könnt ihr natürlich jetzt gerade nicht sehen, da habe ich die Kamera drauf montiert, aber auf dem Prompten, das zeige ich euch dann später nochmal oder am Ende des Videos, habe ich diesen Rucksack gepackt und weitere Ausrüstungsgegenstände transportiere ich hier in meiner Fronttasche, die ich sonst vorne am Trägerblock des Prompten festmache. Ja, Regenbogencamp in den Dünen. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das klappt. Also, ich packe so wesentliche Sachen, die entweder schnell greifbar sein sollen oder nicht nass werden sollen, in so einen Foliesack. Das ist kein gewöhnlicher Müllsack, sondern ein recht stabiler, transparenter Foliesack. Den kann man ganz, ganz oft verwenden. Der ist ziemlich reißfest, schneidet man sich auf die Größe zu. Und dann habe ich auch gerade bei richtig Regenwetter so meine Sachen wie Schlafsack und sowas drin. Dann kommen wir zu meinem Zelt. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal in einem Video gesehen. Das ist also ein Amazon-Fund und funktioniert ziemlich gut. Wiegt so, wie es jetzt hier da ist, etwa ein gutes Kilo. Und packen wir es einfach mal aus. Das hier mal ein bisschen ablegen. Und dafür habe ich mir eine kleine Unterlage genäht. Der Stoff, den habe ich bestellt bei der Firma Extrem Textil. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, falls das jemand nachmachen will. Ein recht stabiler Stoff. Und den packe ich jetzt erstmal hier in den Sand. Ja, und dann habe ich hier das eigentliche Zelt und normalerweise wird das mit diesen Trekkingstöcken, die man vom Wandern kennt, aufgestellt. Die will ich beim Fahrradfahren natürlich nicht mitnehmen, also habe ich mir aus Carbongestänge hier ein kleines Zelt gestellt. Bestellt ist auch ganz original, handmade in China, ganz gut verarbeitet und funktioniert für meine Zwecke einwandfrei. Also zwei Stangen dazu. Und der Vorteil bei diesem Zelt ist, dass das Außenzelt und das Innenzelt voneinander getrennt sind. Das heißt, wenn das Außenzelt mal richtig nass ist, kann man das auch separat einpacken. Und das Innenzelt hauptsächlich aus Meshgewebe, auch das sehen wir ja gleich, das bleibt entsprechend dann trocken im Rucksack. Innenzelt hänge ich später ein, deswegen erstmal weg damit. Ja, was haben wir noch? Ein paar Heringe. Die Originalheringe, die hier bei diesem Zelt dabei sind, die sind sehr klein. Ich habe hier ein paar andere, die sind etwas länger und ich bin mal gespannt, ob ich die hier auch im Sand festbekomme. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Ich werde mich dann ewig ärgern, weil ich habe ja dann überall diesen Ostseesand, aber das nehme ich natürlich in Kauf, um hier mal in den Dünen mit meinem Zelt stehen zu können. Die Zeltstangen werden dann einfach hier im Zelt eingefädelt, zweimal ringsherum gewickelt und in die Zeltspitze hineingestellt, natürlich richtig herum. Ah, hier oben kann man die einstellen und unten wird es dann später
im Zelt mit eingefädelt. Ich stelle das jetzt erstmal nur ganz grob auf. Auch hier zweimal ringsherum wickeln. Da kannst du nicht mehr rausrutschen. Und dann hier einfach oben in die Spitze vom Zelt einklemmen. Jetzt heißt es, das Ganze ausrichten. Das hier sind übrigens die Originalheringe, die dabei sind. Die nutze ich hier nur für die Seitenabspannung. Ja, und somit steht das Außenzelt schon mal recht grob. Ich denke, es hält auch. Kommen wir jetzt dazu, das Innenzelt einzuhängen. Also hier gibt es die diversen Ösen, und in denen wird das Zelt einfach eingehängt. Ich habe jetzt die meisten hier schon gemacht. Fehlt nur noch diese Spitze hier. Ja, und hier oben diese Ösen auch. Also dort wird das Zelt einfach eingehängt. Mit der Zeltspannung muss man ein bisschen aufpassen. Mein Heiring hat sich hier gerade verabschiedet, aber das kriegen wir wieder hin. Und dann hier unten einfach. Dann hier unten einfach einhängen. Na, ich. Jetzt wollte mir doch tatsächlich eine Möwe gerade mein Abendessen klauen. Und ich habe es beinahe gar nicht mitgekriegt. Aber alles gerettet. Und somit steht schon erstmal das Zelt. Ich denke auch ganz gut. Als nächstes kommt Schlafsack und Co. Ich hatte natürlich mitgedacht und wusste, ich bin im Sand, also habe ich mir noch eine kleine Folie mitgenommen, die ich mir hier auslegen kann, damit nicht alles total voller Sand ist. Diese Isomatte hier von Baude, steht auch eine Bezeichnung drauf, heißt Performance 7M. Naja, Namen sind Schall und Rauch. Die wird gleich mit diesem Pumpsack hier aufgepumpt. Den benutzt man deshalb, weil in der Atemluft natürlich reichlich Feuchtigkeit auch ist. Und wenn man da die Matte damit füllt und die Daunen am Ende auch, könnte man das Problem haben, dass das Ganze irgendwann gammelt. Ja, gleich wild da drüben hier. Könnt ihr hier meinen Begleiter sehen? Halten wir mal einen Blick. Ich pumpe mal fix weiter. Lass euch mal kurz mit der Möwe hier allein. Lassen wir es nicht schon wieder klauen. Also die Matte ist soweit gefüllt. Pumpe ich gar nicht so stark auf. Ab ins Zelt damit. Und ich habe hier noch so ein kleines Kissen. Also Kissen rein. Fürs weitere Schlafen habe ich hier so ein Seideninlet, Seidenschlafsack. Es ist einfach angenehmer, darin zu liegen. Und einen richtigen Schlafsack habe ich nur bei kalten Temperaturen. Für alles andere reicht mir hier so ein Schlafkilt. Der ist hier von der Firma Raab. Neutrino heißt er. Ich glaube, den kann man aktuell gar nicht mehr kaufen. Und damit ist die Schlafstadt schon mal gebaut. Hier meine Tasche mit reinstellen. Rucksack drauf. Und heute halte ich es mal wieder Rainer Dornburg. Es gibt ein Zelt auf Baubier. Was ich sonst noch mit habe, das zeige ich euch morgen früh, bevor es ein bisschen weitergeht auf die Tour. Mich dreht es dann nochmal runter zum Strand, da werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Und schön, dass ihr bisher dabei gewesen seid. Also das erstmal das Thema Ausrüstung, Zelt und Schlafsack für unterwegs.
Also in diesem Sinne, Prost und bis morgen.